400, 500 Euro oder mehr. Das sollte einen schon mal zum Nachdenken anregen, dass das nicht zwingend für die Prüfnorm spricht, sondern eigentlich so zu verstehen ist, dass diese Prüfnorm, die wir in Europa haben, eine Mindestanforderung ist. Eine Mindestanforderung an einen Helm und alles andere als ein Qualitätsmerkmal. Warum ist das so? Man hat sich irgendwann mal vor vielen, vielen Jahren, und beispielsweise ist es so, dass wenn jemand nur 100 fährt, schon mehr als das 12-fache der Kräfte eintreten, die bei einer ECE-Prüfung angenommen werden. Das ist schon eine ganze Menge und das sollte man im Hinterkopf behalten. Ein Helm, der einfach nur nach ECE konstruiert und gebaut ist, ist eigentlich nur auf Dauerhansichtsgeschwindigkeit geprüft. Das weitere geht ECE davon aus, dass ein Motorradfahrer bei einem Unfall nur einmal aufgeht. Auch das ist aus unserer Erfahrung heraus völlig widersinnig. Es ist immer so viel Geschwindigkeit im Spiel, es ist so viel Bewegungsenergie im Spiel, man kommt mehrfach auf. Die Verfügung über Publikum zum Unfall. Was ich jetzt machen werde, ich werde das jetzt auslösen. Und der Kegel wird herunterfallen und dann wollen wir mal gucken, ob der Helm hart genug ist. Das waren jetzt, wie gesagt, nicht mehr als knapp unter 40 km/h und das ist schon eine ganz schöne Wucht, die da auftritt. Wenn man sich vorstellt, dass man mit 100 km/h oder vielleicht noch schneller irgendwo aufgeschlagen ist, dann sieht das Thema schon ganz anders aus. Was wir jetzt gesehen haben, selbst dieser Helm, der eigentlich von der Struktur her schon völlig zerstört ist, hat jetzt schon 5, 6, 7 Aufschläge hinter sich. Und selbst jetzt war er in der Lage, noch genügend Sicherheitsmarge, Sicherheitsreserven zu bieten. Kann er aber nur, weil die Außenschale eine gewisse Festigkeit hat.